So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Cult of the Lamb. Wir sind bei Tag 9, haben 6 AnhängerInnen. Knus reingehauen, war eine Katastrophe. Ich bin wirklich sehr traurig, aber ich bleib dabei. Wir machen jetzt nicht eine Gnu 2. Das wäre irgendwie wack. Ich glaube, dadurch sind die Storys aber auch umso gehaltvoller, wenn man dann auch wirklich weiß, das war's dann mit der Anhängerin oder dem Anhänger. Okay, wir starten direkt wieder rein. Holen uns eine Inspiration ab. Und jetzt ist die Frage, was macht der Missionar? Schicke deine Anhänger auf eine heilige Mission, um neue Anhänger zu rekrutieren und Nahrung, Holz, Stein oder Gold zu sammeln. Nun, falls sie es lebendig zurückschaffen. Hä, wie krass. Es erinnert mich teilweise echt an die guten alten Browser-Games. So Penner-Game oder so. Aus heutiger Sicht echt grenzwertig. Aber damals keine Gedanken drüber gemacht. Oder auch Battle Knight. Oder wie hieß er? Ich habe so viele dieser Art gespielt. Man hat, während ich zur Schule gegangen bin, die immer auf Schicht geschickt. Und das ging dann stundenlang in Echtzeit. Und wenn die wiederkamen, gab es EP oder Ressourcen oder so. Das ist interessant. Wir können Dämonenbeschwörung machen. Du kannst einen Dämon von deinen Anhängern Besitz ergreifen lassen, damit dieser dich auf deinen nächsten Kreuzzug begleitet. Was? Ey, dieses Spiel hört nicht auf, mich zu beeindrucken. Farmpaket. Vogelscheuche. Okay, hier geht's dann weiter. Erntetotem. Okay, das erntet dann die Scheiße. Dämon Missionar 2. Krass. Einfache Dekoration. Ja, was bringen denn Dekorationen? Einfach nur zur Verschönerung. Ich glaube, Unterkunft ist gut, weil ich musste ja letzte Folge schon einen Schlafplatz reparieren. Das saugt dann nicht so die Ressourcen weg. Tabernakel. Ein Ort, an dem Anhänger tagsüber beten und Hingabe hinterlegen können, wenn sie dir nicht am Schrein huldigen. Wenn sie dir nicht am Schrein huldigen. Hä? Check ich nicht. Wir machen mal ein Gefängnis, oder? Leichengrube. Ja, oder wir heben uns eine Sache auf. Aber was kommt denn nach? Beichtstuhl? Propagandasprecher. Ja, aber ich habe Lust, die Leute richtig wegzuopfern. Ne? Aber ich glaube, das ist dann eher bei Ritualen. Tabernakel? Ist das so eine eiserne Jungfrau? Ich check's nicht ganz. Reinigungsposten, Heilquartier. Ja, das wäre, glaube ich, also so Toilettenhäuschen, Heilquartier. Das sind so Sachen, die auf jeden Fall mir Arbeit abnehmen. Ich glaube, es ist gut, früh darauf zu gehen. Also so Unterkunft, into Heilquartier, into Toilettenhäuschen. Eventuell auch einen Reinigungsposten. Und dann gibt es auch eine große Unterkunft, okay. Aber, ja, ich glaube, so ein Gefängnis zu haben, ist schon gut erstmal, falls nochmal jemand aus der Reihe tanzt. Jakob. Das kann ich dann ja auch erst bauen, wenn jemand Mucken macht. Und Inspiration kriegt man andauernd. Oh, hier ist eine Quest oder was? 25 Holz, ja. Gut. Wie läuft denn das bei der... Ey, das ist ja eine Vector. Sterzig am Ackern. Okay. Wie läuft denn das hier? Ihr seid ja alle am Beten. Aber muss hier nicht jemand rein? Wir farmen halt so krass, ne? Wir brauchen echt unbedingt mehr Jünger. Ich helfe hier mal. Ja, also große Frage. Weil wir haben ja Leute zum Holzhacken und Steineklopfen eingeteilt. Aber es ist ja jetzt alles weg. Bedeutet, was machst du denn zum Beispiel gerade, Henning? Du warst doch Holzhacken. Etwas essen. Arbeiten. Holz. Der geht jetzt da rein und hackt Holz. Geil, okay. Oh, ihr kackt ihr alle in die Büsche? Die sind ja alle am Scheißen. Ich habe euch erwischt. Ja, komm, genau in meine Hand. Oh Gott, nochmal gekackt? Zombie unterhält sich mit Shoyoga. Was hier hinten passiert? Hier hat noch wer geschissen. Weg damit. Gut, dass ich das jetzt noch entdecke, bevor ich reinhaue.
Okay, Sterzig. Ne, Kalle baut die Felder. Sterzig ist schön. Sterzig ist unser Gärtner. Ganz schön sweet. Okay. Pia. Was waren nochmal deine Stats? Warte mal, das kann ich ja hier nachgucken, ne? Kult. Nee. Irgendwo gab es noch eine Übersicht mit denen. Gedanken lesen? Ah. Okay. Glaube ans Jenseits. Ja, Pia, willst du mal richtig Holz hacken? Nee, Zombie kann noch mal richtig Holz hacken. Arbeit. Warte mal, kann ich den segnen? Nee. Arbeit, auch Holz hacken. Erhalten. Okay. Hä? Aber wo ist Henning hin? Henning! Ich koch mal. Oh shit, ey. Dann ernte ich mal. Ah, die bauen die Felder jetzt alle. Okay, I see. Okay, es gibt immer einen Samen. Aber warum habe ich dann bei den... Bei den Kürbissen habe ich nichts bekommen, ne? Pissig, so. Okay, ich helfe mal. Ich bin halt 80 mal so schnell, ne? Ihr seid so eine Lelex. Oh, ich habe ja zwei Dingssteine, oh. Ja, also ist übrigens übel geil, weil ich darf direkt... Habe ich gar nicht erzählt. Ist ein guter Tag, ich darf direkt die nächste Folge aufnehmen. Wir sind nämlich slightly in der Vorproduktion. Nächste Woche sind Betriebsferien bei uns. Und das bedeutet, geht er jetzt da mit rein? Nice. Und Henning geht Steine hacken? Nice! Perfekt. Deswegen freue ich mich gerade. Ich bin noch am selben Tag der letzten Aufnahme. Deswegen können wir jetzt auch gerade noch nicht auf Kommentare eingehen. Ist aber cool. Genau, hab nämlich ultra Bock. Hab jetzt übel Wasser getankt, schön Kaffee. Und jetzt machen wir Doktrin. So. Richtig? Ja. Alle rein. So. Ich würde sagen, arbeiten und beten gehen wir jetzt mal ein. Ach, nicht Fleisch. Fleisch. Freischalten. Oder nicht? Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft gläubig. Ich habe letzte Folge die ganze Zeit, hä, warum Fleisch-Eigenschaften? Oder warum Fleisch? Und dann, ich dachte, ich muss irgendwen opfern. Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft gläubig. Sie erzeugen 15% schneller Hingabe. Das ist ja ultra geil. Oder mehr Arbeitstempo. Boah, das ist beides ultra gut. Ich würde tatsächlich sagen Arbeitstempo. Weil mein Gedanke dabei ist, wenn ich 15% mehr Ressourcen quasi ja bekomme, weil die alle 15% schneller arbeiten, habe ich mehr Ressourcen, kann mehr Sachen bauen. Für meine KultmitgliederInnen. Das bedeutet, ich kann mehr haben und dann kann ich auch mehr zur Hingabe abstellen. Ja, aber ja. Die Logik verfolge ich mal. Andersrum hätte man das bestimmt ausschustern können. Zum Beispiel andersrum könnte man sagen, na gut, man braucht gar nicht erst so viel Jünger, spart dadurch Ressourcen ein, weil die einfach bei Hingabeerzeugung produktiver sind. Abklingzeit läuft. Oh. So, Doktrin. Hier, ja, schau. Ach so, warte mal. Gut. Kann ich das andere jetzt auch noch bekommen oder ist es quasi durch, das Thema? Naja. Okay, ich würde jetzt mal Folgendes machen. Wir gehen jetzt einmal in die einsame Hütte und gucken da mal nach. Den kann ich nicht schlagen. So, den sollte ich besuchen. Oh, der hat ein Geschenk. Moin! Du hast meine bescheidene Hütte entdeckt. Gib Acht, nicht dieselben Fehler zu machen, die ich gemacht habe, oder du wirst genau an solchem Ort enden. Alter. Ach stimmt, der hat ja auch eine Krone auf dem Kopf. Hm. Ja,
Und jetzt vielleicht eine Partie Astragoloi. Das kennst du nicht? Na los, ist ganz einfach. Komm an den Tisch und ich zeige es dir. Quest verfolgen. Besiege Rattau bei Astragoli. Was liegt denn hier hin? Hier ist ein Geschenk. Großes Geschenk. Ein Geschenk, um die Loyalität deiner Anhänger zu steigern. Geil. Okay, dann. Ja, Rattau. Achso. Ein Würfelspiel mit Risiken und Chancen. Spielregeln. Gleiche Augenzahl. Werden Würfel mit der gleichen Augenzahl in derselben Reihe platziert, dann multipliziere ihre Werte. Zerstöre den Gegner. Zerstöre den gegnerischen Würfel, indem du die gleiche Zahl wirfst. Rattau wirft zuerst. What the fuck, dieses Spiel. Ich komme nicht darauf klar, wie geil dieses Game ist. Zack, kann ich auch. Ich werfe ja nur. Also, ich werfe ja nur übel niedrige Scheiße. So, multipliziert. Was, ein Noob, der hätte übel wegmultiplizieren können. Zack. Okay, wenn alle voll haben, war es das. Dann hau ich hier jetzt die 6 hin. Bang! Er ist ja übel dumm, was, ein Noob. Nochmal 2. Oh mein Gott. Nein! Nein! Die Sau. Ist das dein Ernst? Der Top deckt mich komplett weg. Der hat keine 5. Okay. Hey, er hat jetzt voll und gewonnen, oder wie? Hey, du hast einfach nur reingelackt, du Affe. Nochmal. Auch die Mucke. Alles an diesem Game ist mega geil. Warum darf ich nicht anfangen? Sorry, ich habe gerade verloren. Warum fängt der Verlierer nicht an? Er ist so ein Noob. Zack. Boom. Alter. Was soll ich mit der scheiß 1 machen? Ey, ich darf die 1 nicht zerstören von ihm. Er darf keine 4 würfeln. Oh mein Gott, ich muss unbedingt eine 5 würfeln. Ach du Scheiße. Was würfelt er? Wieder eine 1! 5! Oh! Mach eine 5! Okay, die 4 entstehen. Ist ja um. Also wirklich. Oh Mann, deswegen spiel ich Skill-Based Games und keine Luck-Based Games. Jo, und dann könnt ihr auch hier bei Orange Morange oder wie der andere Lappen da heißt gucken. Ja, fang mit einer 6 an. Komm, gönn dir. Eine 2. Okay, immerhin. Wollt ihr mich verarschen? Junge, was würfelt der? So, jetzt bist du am Arsch, Junge. Boom! Ha, eine 1. Machen wir das Beste draus. Junge, noch eine 1. Jetzt hat ihn das Glück verlassen. Ha. Ey, weißt du, er ist ja auch. Er ist ja auch richtig dumm. Ne? So, gehen wir jetzt für den Greed. Weil wenn er hier eine 4 setzt, so lucky kann er nicht sein. Ich muss ja nur eine.
Ich musste ja nur eine Runde überstehen. What? Eine 2. Was? Kann ich hier? Oh mein Gott! Ich kack mir in die Hose! Das, ja, da ist so viel... Wehe, ich fange jetzt nicht an. Ratto wirft zuerst. Ratto kann sich seine scheiß zerbrochene Krone ins Arschloch stecken. Das eskaliert hier noch. Boah. So, 6. Ne, die 1 nehme ich ihm nicht weg. Ich lerne ja. Ha! Danke. Ja, wobei, man muss ja auch schnell vollkriegen. So, die 3 kommt weg. Okay, okay. Die 2 würde ich ihm schon gern lassen. Ja, wobei, jetzt bin ich echt ein vorne, ne? So, die 4 nehmen wir ihm. Geil. Da! Ah! Wie gewonnen, so Zaron. Ja, komm. Die Einsen, ey, was ein Lappen. Boom! So, jetzt habe ich ihn. Wenn ich das verliere, das geht gar nicht. Das kann ich nicht verlieren. Geht nicht. Kann ich nicht verlieren. Keinen Scheiß jetzt. Geil, Multiplayer. Oh, oh, ey, jetzt hör aber auf. So. Gewonnen. Ja! Boom! War das easy. So, das war jetzt auch der Beweis, dass mich das Entwicklerstudio natürlich nicht gekauft hat. Oder der Publisher. Ach ne, ist ja Indie. Oder? Ich weiß gar nicht. Also ja, aber können ja auch. Naja, ist auch egal. Haha, niemand kann den großen Ratau bei Astrol. Ja, willst du noch eine Runde? Nein. Bei jenem, der wartet, du bist ein Naturtalent. Hier, du hast ja einen Preis verdient. Eine neue Karte freigeschaltet. Ein komplettes Herbst. Ja, heißt es, ich muss hier jetzt richtig reinsuchten für bessere Karten? Jetzt, da du auf den Geschmack gekommen bist, hast du Lust, um ein paar Münzen zu wetten? Nee. Verpiss dich. Auf gar keinen. Hä? Kommt er denn jetzt hier schon wieder her? Ich muss dir danken, indem du mich von meinen Pflichten befreit hast, hast du mir meinen größten Wunsch erfüllt, Frieden. Jetzt, da ich dir alles beigebracht habe, was du wissen musst, kann ich meine restlichen Tage mit dem Spielen von Astragaloi verbringen. Ja, tolles Spiel. Ey, nie in Rente, ich werde einfach nur Magic spielen. Es sind gerade Freunde von mir her unterwegs, um sich auf ein oder zwei Spiele zu mir zu gesellen. Ein wilder Haufen. So viel steht fest, aber ich bin jetzt im Ruhestand und kann mich meines Lebens freuen. Ich habe das Gefühl, er war vor mir der Jünger von jenem, der wartet. Als ob der echt immer so einen Körper in die Erde macht. Einfach geil. So. Zack. Und weg damit. Schön. So, was geht hier? Oh, lol, ich krieg hier Hingabe. Okay. Jetzt gehen wir mal zur Pilgerpassage. Da war irgendwie, wir haben ja diesen Angler getroffen, der hat gesagt, ja, bei der Pilgerpassage, da kannst du richtig fischen. Anhängerform kaufen. Oh, cool. Ja, gerne. Aber welche? Zufällig oder? Ist das ein Igel oder? Cool.
Was war denn das? Weiß man das? Da. Annehmen. Erlebt. Stehen da keine Namen dabei, ne? So, dann Bären pflücken. Ja, hier ist ein Leuchtturm oder so, ne? Alles abgrasen. Schön gleich für Bärenmahlzeiten. Mein Kult, Eintracht Spandau, ist so ein bisschen am Hungern. So, ein bisschen Steine kloppen, geil. Haben wir ja auch nicht mehr im Lager. Alles mitnehmen. Tag 10. Jo, jetzt kann ich gleich rüber und nochmal predigen und was weiß ich. Vielleicht auch Doktrinabklingzeit abgelaufen, wer weiß. Oder und ist der Fischer. Ey, das zu streamen muss auch so bocken. Alter, ich bin so süchtig. Also, es ist aber auch eine schlimme Sucht, weil ich kann nur dreimal die Woche. Ah, eine Stunde. Aber während der Arbeit, das ist schon geil. Ja, ich werde übrigens, also keine Sorge, nächste Folge gehe ich schon wieder auf Kommentare ein. Ich werde in den Betriebsferien extra reinkommen und nochmal aufnehmen, damit wir da nicht so die Distanz haben, versteht ihr? Sieh mal an, was die Flut angeschwemmt hat. Was stehst du da so rum? Glaubst du, dass ich für dich angeln werde? Ich bin nicht einer deiner hirnlosen Gefolgsleute. Ey! Ein Bett ist zusammengestürzt. Was mache ich hier? Fange einen Fisch. Fischen. Tintenfische. Hör zu, vielleicht können wir einander helfen. Ich habe in meinem Leben zufälligerweise einige extrem wertvolle Schätze ergattert. Dinge, für die ein Fisch wie ich, also ein Fischer wie ich, stimmt, er ist einfach ein Fisch, übel getarnt, keine Verwendung hat. Ich registriere es jetzt, wie er aussieht. Aber für dich, nun ja, du siehst aus, als würdest du wertvolle Dinge mögen. In diesen Wellen lauern die am schwersten zu fangenden Biester, die jemals gelebt haben, und ich versuche es schon seit Jahren. Wenn du sie fangen kannst, gehören diese Schätze dir. Fange mir eine Krabbe, einen Hummer, einen Oktopus und einen Tintenfisch. Junge, jetzt hat wirklich Animal Crossing jetzt hier noch dabei. Das muss bitte Tamina machen. Nimm das als Zeichen des guten Willens zwischen zwei Nicht-Fischfreunden. Er ist sowas von Fischmann. Neptuns Fluch. Es ist möglich, dass Gegner einen Fisch hinterlassen. Cool. Ja, geil. Dann kann man so einen Kreuzzug richtig darauf, darauf einstellen, dass man den, dass man richtig so einen Farmrun hat, ne? So, ich muss jetzt gleich echt, also noch sieht's ja gut aus, Glaube ist gut, Hunger ist auch in Ordnung. Ich kann die ruhig mal ein bisschen allein lassen, die kommen klar. Ist nicht so mega kritisch. So, dann fischen wir jetzt nochmal. Oh, oh. Oh, 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 oh. Zack. Das war ein dickes Vieh. Schon wieder Tintenfisch. Mach mal dahin. Hab ich? Oh. Nochmal. Der dicke, ja. Hab ich? Toll. Thunfisch. Nochmal. Ah, ja, 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 ja. Ah. Was war das? Tierform! Geil! Einfach übel der Hai. So, was willst du? Ja, weiß ich nicht. Stehe ich jetzt hier die ganze Zeit rum und fische? I guess. Oh, da ist ein Kleiner jetzt am. Krabbe? Was für eine Ritze? Eine Krabbe wäre ja ganz gut. Zack. Oh, Mensch. Komm. Er ist auch bald leer gefischt, ne? Guck mal, er daneben chillt übel. Gras? Er ist halt übel der Loser im Gegensatz zu mir. Zack. Und den holen wir uns auch noch. Na, war es das auch.
Zack. Thunfisch. So, was braucht ihr? Okay, habe ich nicht. Aber ich kann schon mal geben. Sobald ich das hier aus dem Wellengefisch... Ach, der gibt mir jetzt schon was. Cool. Was ist das? Oha. Ja, und zwei Thunfische. Gönn. Was, vor 50 Jahren? Okay. Ich verstehe. Oh, das könnte ein Gebetstein sein, oder? Oder Gebotstein. Ja, jetzt habe ich ja hier ausgefischt, ne? Was ist hier drin? Leuchtturmwächter. What the fuck? Was? Wer wagt es, unser heiliges Haus, das Licht zu betreten? Verzeihung, ist nur so, dass der Leuchtturm immer dunkler wird, egal wie stark wir beten. Und es zerschellen in einem Fort Schiffe an den Felsen. Keine Schiffe, das bedeutet keine neuen Pilger, die dem heiligen Pfad folgen. Wenn bloß unsere Anführerin hier wäre, sie wüsste, was zu tun ist. Wir haben sie nicht mehr gesehen, seit sie letzte Nacht auf dem Pier spazieren war. Ich stelle mir gerade vor, wie im Tonstudio die das einsprechen. Kenne ich ja auch. Habe ich ja bei Humankind gemacht. Oder bei Dings, Cyberpunk. Denn wir alle wissen von dem Zähmen im Dunkeln. Zähnen im Dunkeln, aber sie wollen nicht hören. Jetzt haben wir keine Wahl zu beten, bis der Leuchtturm wieder erstrahlt. Hochlebe das mächtige Licht. Geht's euch gut? Repariere den Leuchtturm. Ja, gerne. Brennmaterialien. Dann hauen wir mal alles rein. Danke dir, Leuchtender. Ja. Oh, wir verpflichten uns dir. Wir sind deine unwürdigen Diener, mächtiges Lamm. Wir werden dich und dein großes Licht an diesem Schrein an... Ich habe nur Holz reingetan. Bitte sonne dich in unserer Verehrung. Geil, jetzt kriege ich Hingabe. Das heißt, ich kann ja immer wieder vorbeischauen und Hingabe ergaunern. Dieses Game. Es ist einfach perfekt. Es ist einfach perfekt. Ich liebe es. Hey, jetzt sind hier Dudes. Das ist der Hammer. Was hier? Hier kann ich Karten kaufen. Okay, das heißt, er hat immer mal wieder neue Angebote. Je 25 Coins wert. Am Tag erhöht sich der Charme 20%. Er hätte Bonusressourcen. Feuere ein Projektil ab, wenn du deine Waffe schwingst. Was geht hier? Ah, das ist, glaube ich, Deko, ne? Heubodenbelag. Ackerparzellen, Schild. Okay, und da kostet 1,50. Ja, krass. Ja, Leute, dann können wir jetzt, glaube ich, auch mal wieder zurück. Cool. Alter, das Game hat so viel Inhalt und ist so vielschichtig. Einfach nur geil. So, von den ganzen Beeren mache ich jetzt hier mal ein paar Mahlzeiten. Oh, lol, das ist ja voll. Oh. Mein Gott. Ich muss unbedingt den Schrein auch verbessern. Ja, dann machen wir jetzt wirklich die besseren Unterkünfte. Es ist auch so gut designt, Mann. Es ist wirklich alles sehr, sehr gut. Krass. Na, stellt sich, was geht. Nur die ganzen scheiß Fliegen. Vögel. Scheiße, wa? Dünger. Ja, ich brauche Vogelscheuche. Scheuchen, merke ich. Ich brauche echt Vogelscheuchen. Haut mal ab, ihr Kackspinnen. Ich hasse Spinnen. Also wirklich. So. Dann hauen wir die mal rein. Ja, anscheinend müssen wir echt bald Vogel. Servus. Das reparieren wir mal. So, dann segnen wir euch mal alle. Pia.
bis ihr sie hier segnet, jetzt ab an die Arbeit. ein bisschen Scheiße auch sammeln. Ja. Mann, ich muss ja echt viel arbeiten, ne? So. Oh, da steht ein Baum. Krass. Holz abholen. Die haben einfach 10. Alter. Die haben richtig gehackt. Okay, ist ja ultra worth. Die Leute haben Hunger. Dann kochen wir mal was Schönes. Bärenmahlzeit. So, gibt Happa Happa. Du wirst gesegnet. Kalle, ich gebe dir meinen Segen. Und du bist mein Hund. Haushund. Kalli. So, Pia hatten wir schon, super. Ja, haut euch mal alle erstmal einen rein. So, was geht hier? Genau. Unterkunft. Ah, da brauche ich jetzt Münzen. Ja, da müssen wir jetzt wirklich mal einen Run machen. Junge, man kommt ja kaum noch zu Runs, das ist ja insane. Gut, ich entdecke aber gerade auch alles noch, ne? Heftig. Ah, ne, die essen ja noch. So. Tamina, ich segne dich. Die kotzt! Nein, Pia hat gekotzt! Die kotzen alle! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Tamina. Ich würde gerne ein Geschenk machen. Hm. Bitte. So. Wer warst du? Ist das Zombie? Ja. Ja, okay, also wer ist hier jetzt krank? Das ist ja scheiße. Henning. Gesegnet. Toll. Du hast schon. Ja. Juti. Sterzig segnen. Nein. Sterzig alles. Du wirst gesegnet, mein Bro. Junge, der hat schon richtig Augenringe. Oh, nochmal ernten. Mein Gott. Gibt's, könnt ihr mir später bitte abnehmen alles, diese ganzen Arbeiten? Ey, wirklich, man hat durchgehend das Gefühl, man hat übel was zu tun. Und Zeit vergeht ja auch. Ist ja nie so pausiert. Gleich ist wieder Nacht. Muss auch noch predigen. Mann. Wann soll ich nicht auf Runs gehen? Heftig. Gut, ich habe auch direkt viele Felder angelegt, muss ich sagen. Aber ich muss auch Rationen herstellen. Guck mal, wir haben ja auch Hunger alle. So. Damit. So. Okay. Wir brauchen Münzen. Und die sind jetzt krank. Ja, Heilquartier. Scheiße, brauchen wir noch 2 Stufen. Eieieiei. Gut, dann beten wir jetzt erstmal. Alle rein, meine Kinder. Preiset euren Herrn und Meister! Geil! Ich hätte gern Vampirwaffen. Zack! Nice. Und nächste Stufe frei. Geil. So. Toll. Ja. Nein. Predigt haben wir. Bleibt doch drin, bitte. Doktrin. Was machen wir? Ja, also, das klingt halt nach, ich würde die gerne halt richtig rannehmen. Wisst ihr, was ich meine? Und Gehorsam und Gesetz und Ordnung, das klingt schon danach. Sünde bestrafen oder Tugend feiern? So! Anhänger ermorden. Schaltet die Anhängeraktion Ermorden frei. Eine einfache Lösung für viele Probleme, aber manche Anhänger empfinden das als verstörend, falls sie wach sind und es mitbekommen. Ich habe gerade nur bislang Freunde und Leute aus meinem privaten Umfeld, die muss ich ja abstechen. Ne? Ritual des
Anhängeraufstiegs. Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, mit dem du den Geist deines Anhängers auf eine höhere Ebene des Seins aufsteigen lassen kannst. Alle Anhänger erhalten Loyalität. Was? Ja, so Anhänger ermorden finde ich schon wichtig. Aber ich würde lieber Leute opfern. Weißt du? Muss sein, es tut mir leid, ich, das ist zu verlockend für mich. aber ich glaube, ich muss jetzt langsam ein paar Assis einstellen. Doktrin. Ja, cool. Ja, also ich glaube, Ordnung und Gehorsam werden wir jetzt ein bisschen reinleveln, bin ich überlegt. So. Okay. Leute, ich, also, genau, Übersicht. Hilfe? Was ist denn hier los? Oha, okay, okay. Verstehe, wird nochmal alles erklärt. Ich mag's nicht, wenn da immer Sachen leuchten. Okay, das sind neue Sachen. Cool. So, Kult. Anhänger. Ist hier jemand krank? Lol, die sind Mitte 30 alle. Henninger Stufe 3. Heftig. Ja, aber ich sehe jetzt nicht, dass hier jemand krank ist, oder? Was ist das für ein Symbol? Das zweite da? Gesundheit? Sieht aus wie ein Virus, oder? Krankheit. Sind alle krank? Oder was? Oder heißt es, es ist im guten Bereich? Die haben ja alle gekotzt von dem Essen eben, was ich gekocht habe. Ist doch scheiße. I don't know. So, gibt wieder Happa Happa und Papa geht jetzt los auf Raubzug. Ach nee, ich muss ja oben rausrennen, ne? True. Abfahrt. So. Okay. Wir gehen nochmal Düsterholz rein, weil wir haben die Quest. Wir sollen ja den Bruder von Sterzig finden. Den kenne ich sogar. Stetzig macht ja oft mit dem Aufnahmen. Wer bist du denn, Alter? Was bist du für ein... Ach, du bist die Elster. Die Winde des Wandels wehen. Spürst du es nicht? Um uns herum knarrt und dreht sich die Welt. Früher verharrte sie unbeweglich. Unbewegte Jahrhunderte setzen Rost an. Nun ist Leschi gefallen und jetzt beginnen die Bewohner dieses Landes ihren Kampf um Macht vom Neuen. Du wirst sie dieses Mal nicht so leicht loswerden. Gegner in Düsterholz sind stärker geworden. Ah, okay. Vampir durch 4. Geil. Und? Göttliche Explosion. Heftig. Ja, dann jetzt. Ey, Vampir durch? Ist ja mega geil. Aber ich sollte trotzdem gut klarkommen, denke ich. Okay, ja, die halten mir was. Ah! Ja, die halten mir aus. Eine Bombe. Okay, ich habe jetzt ein bisschen kassiert. Die Sau. Okay. Okay, okay. Okay, I see. So, holen wir uns mal eine Karte ab. Bessere Truhen? Ja. Also ich bin ja vor allem hier wegen Münzen gerade. Ich glaube, allein wenn die mehr Münzen geben sollten. Ich weiß ja nicht genau, was das heißt, bessere Truhen. Okay. Go next. Huh, der hat gesessen. Ein bisschen fetter, Alter. Was ist denn hier los? Oh, shit. Habe ich schon mal Leben regeneriert wegen meinem Dolch? Hat das wer mitbekommen?
Oh, und der hinterlässt eine Bombe. Nicht wirklich, ne? Oh, was ist das? Ein Schädel wird auf Ewigkeiten drin. Der Anhänger lebt unnatürlich lange, doppelt so lange wie gewöhnlich. Und was bringt der? Und ein tolles Herz, Schädelheizkette und eine Karte. Flüche verbrauchen 25% weniger Alpha. Ach, die habe ich jetzt? Okay, also es ist nicht eine neue Karte, die man freischaltet? Okay. Ja, aber dieser Anhänger, ist das einer, den ich trage? Oh, hier sind die heiligen Talismanstücke von dem Angler. Du hast 2 von 4. Okay. So, und hier? Halskette, innere Finsternis. Ach, ich soll ja was essen, dann hätte ich ein krankes Herz bekommen. Achso, und? Was war hier unten noch? Da waren die Karten. Okay. Ja, weiter geht's. Habe ich schon mal Leben wieder bekommen? Zu welcher hohen, also zu welcher prozentualen Interrupt ich komplett? Ja. Ach, das geht ja. Ne, ich krieg bisher keine Herzen zurück, oder? Ist wahrscheinlich einfach sehr geringe Chance. Kann ich mir die Waffe angucken? Gewährt die Chance, den Träger mit der Lebenskraft eines getöteten Gegners zu heilen. Ja, aber wie hoch? Das ist ja das Relevanteste an der Sache. Na gut, weiter geht's. Ja, aber die Explosion ist ultra strong. Bisschen suspicious hier. Schön schneiden hier. Geil. Gut, das bringt alles nichts. Weiter geht's. Ruhe. Eine Karte. Nice. Zusätzliches halbes Herz. So. Okay, überall Steine. Da gäbe es einen neuen Jünger. Dann machen wir das. Oh lol, hier gibt's Gold. Ja, da weiß ich auch noch gar nicht, wofür ich das brauche, ne? Naja. Wird sich schon auch noch zeigen. So, jetzt fighten wir nochmal eine kleine Runde. Die hinterlassen ja Knochen. Ist es ein Portal? Reisen. Jetzt bin ich bei Leschi wieder, oder was? Ich habe ja gerade eine Statue oder ein Schrein oder so von ihm, ihr zerstört. Das ist eine Sie, oder? Ich habe dich langsam satt, kleines Lamm. Wird Zeit, dieser albernen Maskerade ein Ende zu bereiten. Habe ich jetzt einen Bossfight? Überspringen? Krass, also wenn ich eine Statue von ihm oder ihr zerstöre... Habe ich einen Bossfight? Vor allem... Oh, shit. Oh, Gott. Ich sehe nix. Ich sehe halt nix. Ich sehe nix. Oh, Gott. Ich würde gern erstmal die Ads killen, bevor ich hier weitermache. So. Hä? Ich muss Explosion ballern. Ich krieg so viel Eifer. Ich krieg aber wirklich kein Leben zurück, ne? Oder? Ist halt so schwer, nebenbei noch drauf zu achten. Boah.
ist das jetzt? Ach ja. So, komm mal alle auf einen Fleck, bitte. Nochmal. Achso, nee. Okay. Okay. Ah, der Dolch ist, glaube ich, auch nicht so nice. Ich krieg auch kein Leben wieder. Oh, jetzt beschwört er nochmal. Oh. Vielleicht sollte ich nicht auf die Ads gehen, weil das einfach viel zu viel Zeit braucht. Weil die halt auch immer, das sind halt so ätzende Ads, die immer rumspringen. Oh shit, okay, wenn er brüllt, muss ich echt dodgen. Läuft nicht so gut. Oh, kommt er wieder raus? Okay, jetzt kann ich ein paar Explosionen. Ja, die Explosion hebe ich mir mal auf. Okay. Ah, ich muss unbedingt weg von ihm, wenn er eintaucht. Ich bin ultra dumm. Jetzt beschwört er wieder Leute. Okay. Beschwört er noch mehr, ne? Okay. Heikel. Ey, ich muss unbedingt ausschalten, dass der scheiß Monitor hier. So, das war gut. Hä? Okay, da gibt es ein bisschen Delay, glaube ich, wie lange ich Schaden bekommen kann. Puh. Ist das mein erster Death? Ey, ohne Witz, durch das Wackeln. Ganz schwierige Kiste. Das war knapp. Alter, ich bin grün und blau. Statue des mächtigen Lamms. Das klingt gut. Das klingt nach mir. Okay. Ich brauche Healing. Du hast ein neues Gebäude freigeschaltet. 47 Münzen. Ist das jetzt wirklich passiert, ne, weil ich die Statue geplättet habe? Krass. Ne, es war ja optional. Ketzer besiegt. Jetzt krieg ich auch ein Herz. Oder ist der Run jetzt schon zu Ende? Tatsache! Ich habe den abgekürzt dadurch? Du siehst mich hier in Ketten, zu einem Nichts verkümmert. Aber so ist es nicht immer gewesen. Ich wurde von den Bischöfen des alten Glaubens an diesen verfluchten Ort gebunden. Sie haben mich betrogen und mich hier verrotten lassen. Jede der vier Ketten, die mich festhält, wird von einem der Bischöfe bewacht. Genau. Im Haupttor in der Mitte sind ja diese Ketten dran. Eine ist ja eben abgegangen. Nachdem ich ja letzte Folge Lesche gekillt hatte. Vernichte den Bischof und du sprengst die Kette. Zerstöre alle vier und ich werde frei sein. Ich gab dir neues Leben, Gefäß, und jetzt musst du deine Schuld begleichen. Um die Bischöfe zu besiegen, musst du stärker werden. Opfere einen Anhänger, um mehr Kraft zu absorbieren. Das wird dir auf deiner Mission, mich zu befreien, helfen. Opfer des Fleisches! Opfere einen Anhänger, um stärker zu werden und neue Fähigkeiten und Waffen freizuschalten. Anhänger höherer Stufe sind bei Opferung wertvoller. Krass. Ich kann die auch später mitnehmen und so. Das ist ja nur heftig. Hey, halt wirklich. Der Run ist einfach vorbei. Krankheit, ey, das sieht gar nicht gut aus. Scheiße. Okay. Opferstatue? Okay, Anhänger können zu meinem Ehrenopfer hinterlassen. Das heißt, sie legen mir da irgendwie Stuff hin. Wir machen mal Missionar, das klang sehr verlockend.
So, jetzt kann ich nächste Stufe und dann noch die Heilhütte. Ja, die Mondbeschwörung wäre wirklich auch sehr bunkers. Okay. Bisschen Stein. Bisschen Holz. Holz. So, es ist Nacht. Oh Gott, Krankheit. Ganz schlimm. Scheiße. Gut. Glaube. Was bringt denn Deko? Weißt du? Vielleicht glauben einfach. Okay. Wo setzen wir die hin? Ja, ich mache mal den Baum weg. Die ganzen Vögel, ne? Ich ernähre nur die eigentlich. Aber die Krankheit vom Dings hier ist echt übel. Scheiße. Aber wie kam das denn? Meine... Das Essen, was ich ja gemacht habe, das hat eigentlich keine Krankheiten hervorgerufen. Stimmt, ich kann ja auch das jetzt bauen. Okay, also ich upgrade richtig. I see, ich kann die gar nicht woanders hinsetzen. Gut, das können die alles machen. Ist jetzt echt irgendwie... Also ich muss eigentlich möglichst schnell Hingabe erzeugen. Das bedeutet, hier kann ich ein bisschen Hingabe ergaunern. Nee. Nee, ging nicht. Hier drin. Oder? Die wollen schon wieder meine Hilfe. Die wollen den Kristall setzen, der das Licht rausstrahlt aufs Meer. Und ich soll den finden. Okay. Das heißt, hier kriege ich immer ein bisschen extra Hingabe. Na gut. Ich kann auch wieder fischen. Aber ich habe Probleme bei mir in der Bude. Das müssen wir erstmal in den Griff kriegen. Vielleicht jetzt noch ein schneller Run, aber dann sind die alle tot, wenn ich wiederkomme. Okay, theoretisch muss ich jetzt alle Hingabe erzeugen lassen, ne? Ja, aber jetzt nachts kann ich auch nichts machen. Aber nachts gleich vorbei. Na komm. Schade. Oh, Henning hat eine Quest. Schalamba, geil. Dieses ganze Chaos hat mich krank gemacht. Wenn ich mich nicht ausruhen darf, werde ich mit Sicherheit sterben. Boah, Henning, Digga. Okay. Bettruhe. Ermorden. Nein, nein, nein. Erstmal segne ich dich. Du kotzendes Stück Scheiße. Bettruhe. Wer ist noch schwer krank? Pia ist nicht krank. Tamina ist auch nicht krank. Geil, Level up. Tamina ist so krass. Oh, dadurch habe ich auch richtig viel Hingabe bekommen. Richtig? Geil. Und Fragmentstein. Nice. Kalle, bist du krank? Hm. Ich glaube, nur Henning ist krank. Du bist ein Hund. Kalle, ich gebe dir einen Anhänger. Ich habe keine Ahnung, was der bringt. Die Loyalität. Einfach nur, um die Loyalität zu erhöhen. Ach, die Anhänger können weggehen. Oh, jetzt hat er echt so ein Kettchen um. Super. Ich könnte auch Henning echt umbringen, ne? Dann hat sich das mit der Krankheit hier, dann steckt er keine Ahnung mehr an. Okay, wo sind ja noch mehr? Scheiße weg. Oh, ja, ja, ja. Ja, dadurch können halt Krankheiten entstehen, ne? Ich brauche echt auch ASAP die Toiletten. Eieieiei. Ach, geht jetzt Gesundheit auch hoch? Quest fehlgeschlagen? Welche? Wo sehe ich meine Quest nochmal? Da. Was ist denn fehlgeschlagen? Finde Antennen Düsterholz. Oh, lol, das ging auf Zeit. Krass. So, ich baue mal mit, glaube ich. Geht das?
Glaube sieht auch nicht so gut aus. So. Ich möchte gerne mitbauen. Sehr gut. Okay, Henning liegt da jetzt und wird langsam gesund. Ja gut, könnt ihr auch alleine machen. Gut, dann predigen wir einmal, Leute. Und ich habe einen neuen Fragmentstein. Ich kann da alles machen, geil. Henning ist nicht da, ne? Ja gut, der soll sich mal ausmachen. So, einmal das. Dann Krone. Ja, Gesetz und Ordnung. Da habe ich schon Bock drauf. Rituelle Kampfgrube. Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, bei dem zwei Anhänger sich bis auf den Tod bekämpfen. Es sei denn, du fühlst dich barmherzig. Heiraten? Nein. Ja, das ist ja ultra geil. Junge, das wird so ein chaotischer Haufen, ey. Kann ich jetzt machen, ne? Ja, kann ich machen. Aber genau, machen wir erstmal nicht. Rituale. Opfer des Fleisches. Wir könnten jetzt ein Zombie. Nee, wir machen mal ein Feuer. Und vor allem über die Party ohne Henny. Auch geil. So. Jetzt haben wir alle viel Glauben. Was bringt es nochmal, überhaupt Glauben zu haben? Ich glaube, man muss es einfach oben behalten, damit die nicht mad werden, ne? Ich glaube, that's it. Ah, nein, nein, nein. Alles gut. So, Leute, ich brauche jetzt einmal tatsächlich... bitte betet mich an. Sterzig ist einfach auch den ganzen Tag und die ganze Nacht im Garten. Da ist ein Stern. Was heißt das? Hat mehr Beeren gegeben, oder? So. Ja, wir haben wieder ein bisschen Hungerprobleme. Ich glaube, später gibt es auch, ne? Es gab ja dieses Totem, was man irgendwie freischalten konnte. So. Aber man merkt schon, ich bin deutlich weniger auf Runs. Aber ich glaube, im Long Run klärt sich das bestimmt noch. Ich meine, ich muss ja gerade viel machen, weil Probleme auftreten, die man später fixen kann. Durch unterschiedliche Sachen. Betet schneller. So, ja, ich bräuchte wieder Münzen grundlegend. Wir können mal nochmal Mahlzeiten ballern. Das ist gut. Kochen wir nochmal. So. Okay. Ja krass, durch das Angeln kann man dann noch deutlich bessere Gerichte machen. Ne? So, stellt sich gerade eine Quest. Schalamba. Anführer, Skeptiker und Ketzer haben ihren Weg zu unserem Kult gefunden und sie verfluchen unseren Lebenswandel. Aber sie wollen beitreten. Sollen wir sie willkommen heißen? Rekrutiere abtrünnige Anhänger. Gnu oder was? Ja klar. Du bist ungläubig? Bitte verschone mich. Der hat ja auch nur schlechte Werte. Was mache ich denn jetzt? Ja, dann... dann ist das jetzt Monte. Oder? Was für eine Farbe? Grün, ne? Geh doch mal Level. Perfekt.
Wobei Form, was ist denn passend für Mon? Ich weiß gar nicht. Das ist jetzt der schwierige Kandidat im Dorf. Variante? Ach so, ja, stimmt. Ja, Gesichtstattoos, klar. So. Da machen wir jetzt ein schönes 1-1 im Tempel, oder? Sprich mit Monte. Ermorden. Abweichler umerziehen. Okay. Sprich mit Monte. Ich könnte nochmal segnen. Gedanken lesen. Ja, vielleicht das Ding bauen. Gefängnis bauen. Ne? Oder? Ja, nicht, dass der jetzt hier wieder Geld klaut. Wie Gnu. Okay. Wir... Raffinerie? Weihressourcen zu? Oh! Es gibt dann einfach bessere Typen? Ach du Scheiße, krass. Ja, heftig. Ich brauche aber Gold. Das geht nicht. So, wir machen jetzt Folgendes. Aber gut, das ist jetzt ein guter Test. Rituale. Oder haben die eine gemeinsame Abklingzeit? Nein. Opfer des Fleisches. Opfer einen Anhänger, um stärker zu werden und neue Fähigkeiten Waffen freizuschalten. Perfekt. So. Wen haben wir da? Monte. Ja, gibt 8, Glaube. Dann wird jetzt Monte geopfert. So. Das war doch einmal frei. Ach du Scheiße. Ich bekomme dauerhaft ein halbes Herz. Das ist ja ultra gut. Alter. Junge. Ja, ich glaube, ich werde auch anfangen, ein paar problematischere Charaktere in meinen Kult aufzunehmen. Weil das hat jetzt den... Das hat jetzt den Glauben drastisch reduziert, ne? Aber ich habe doch Glaube ans Jenseits. Ja, minus 5 pro Kultmitglied. Also 25 ist jetzt runtergegangen, wa? Aber das gibt 20. Aber stirbt einer und dann verliere ich 25. Ja, nächstes Mal machen wir Schwertkampf. Oh ja, die sind... Scheiße. Quest fehlgeschlagen. Ach lol. Ja, true. Ich sollte den ja... Eieiei. Na gut, aber dann haben wir das auch mal ausprobiert. Und ich bin stärker geworden, I mean. Ja, ich brauche dringend Geld. Wir müssen jetzt einen Run machen. Ist ein bisschen bitter. Ja, ist jetzt nicht so gut gelaufen. Aber wir haben es mal ausprobiert. War doch lustig. Vor allem erst so versuche ich ihn umzuerziehen. nicht das gewünschte Ergebnis. Ja, dann. Ich benötige 7 Anhänger, um da reinzukommen. Lol. 9. Wer ist das denn? Hallo, du hast so viele Mäuler zu stopfen. Du brauchst sicher ein paar Samen. Ein Kultanführer ist immer gut fürs Geschäft. So viele hungrige Anhänger mit Knochen im Mägen. Ich richte mich hier ein und wenn du Getreide brauchst, weißt du, wo du mich findest. Du hast doch nichts dagegen, oder? Samenladen. Nee, ich habe mehr als genug Samen. Biete mir mal bitte was Ordentliches an, nicht so Müll. Ja, müssen wir nochmal Düsterholz gehen. Panzerhandschuhe des Sturms. Okay, das heißt, ich boxe die Leute. Lol. Okay, und was ist das? Ichor-Auswurf. Ein Projektil, der schwarzen Ichor versprüht. Okay. Okay, aber mir macht es keinen Schaden. Sehr gut. Ja, und geht's jetzt rein hier ins Ackermensch. Oh.
Hä? Warum kriegen die alle Damage? Achso, weil ich Damage bekommen habe. True. So, schön clean durchspielen. Zack, 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 zack. Und weiter. Oha, hat das gerade einen gewonnen schon? Ah, der ist jetzt vergiftet. Ja, wenn die so viel aushalten, ist jetzt Gift auch langsam richtig gut, ne? Okay, ich glaube, der letzte Hieb macht immer noch mal mehr Damage. Okay. Ordentlich Loot. Weiter geht's. Genau, komm mal ins Gift. Oha, das macht ja ultra viel Damage. Krass. Ja, der dritte Hieb macht auch mehr. Krass. Okay, also mit denen sollte man auf jeden Fall so für Combo gehen. Na gut, dann holen wir uns mal eine Karte. Ja, der Zauber hat ja ultra viel Schaden gemacht. Verursacht Giftschaden bei getroffenen Gegnern. Erhöht die Chance, bessere Truhen zu spawnen. Wir machen mal Giftschaden. Die Frage ist, wie stark ist Gift? Das wirkte gerade jetzt nicht mega heftig. Ne? So. Ja, doch, also ist schon gut. Oh, das war ein Herz. So, jetzt ist das Gift weg. Oh, hat er mich gehittet. So. Und weiter. Truhe. Eine Karte. Gegner hinterlassen zweimal mehr Eifer. Nice, das ist sehr gut, weil wir einen sehr starken Fluch haben. Okay. So, da haben wir Fragezeichen. Aber hier können wir Jünger bekommen. Was ist das? Also ich glaube, das Haus ist immer irgendein Händler. Ja. Und Fragezeichen? Ja, keine Ahnung. Guck mal, hier haben wir zwei neue Sachen. Ah, da kann man Herzen eintauschen für Karten, würde ich sagen. Kann man da aber auch. Also das hier ist eine sehr potente Route da rechts. Ich habe aber gar keine Münzen, um was zu kaufen. Ne? Wir gucken mal. Wir gucken mal. So, das hatten wir alles schon. Alter, Junge. Da gibt es auch nochmal Gold. Für 24. Machen wir mal. Abfall. So. Okay. Ja, ciao. So, dann kriegen wir noch einen. Geil. Weil dann können wir uns nächste Gebiet. Ah, das sind die Stärkeren. Ne? Zack. So. So. Komm mal alle auf einen Fleck, Leute. Ah, der Bogenschütze hier. Ich seh's gerade. So, alle weggeklatscht. Ist ein Häschen. Ein Häschen. Super. Habe ich ja noch gar nicht. So. Retten. Und Abfahrt. Und weiter geht's. Nice, jetzt wird nochmal geboxt, oder? Ja. Mal gucken, das ist ja auch neu. Ah!
Okay, ich krieg eine Karte. Okay, ja, die kenne ich. So. Jetzt ist die Frage, gehen wir da rein? Nein, oder? Aber dann kriegen wir so ein Ketzerherz. Wir gehen mal weiter. Weil eben haben wir ja schon... Also wir wissen ja, was da passiert. Ja, die rasiere ich halt schon ganz schön gut. So. So, schön. Ja, die rasiere ich schon sehr gut weg. Nice. Holz, auch gut. Weiter geht's. Oh, da ist ja einiges los. Nicht gut getroffen. Auch nicht gut getroffen. Das war gut getroffen. So. Oh, ist eine gute Truhe. Was da? Pfade. Hol die Natur zu dir. Waldboden. Schick. Ja, aber so Deko-Scheiße, da stehe ich jetzt nicht so drauf. Ich glaube, ich mache eher voll das Gulag. Ich glaube, Eintracht Spandau wird einfach ein richtiges Gulag. So richtig an der Basis. Versteht ihr, wie ich meine? So, weiter geht's. Oh, neue Waffe. Kudai. Tritt vor, Bestie aus den wirbelnden Nebeln des Chaos. Okay, so wurde ich noch nie genannt. Die uns umgeben. Lass mich dich vollständig betrachten. Du trägst die Last zeitloser Jahrhunderte auf so zierlichen Schultern. Und doch, was ist das? Es scheint, als würde dein Aussehen trüben. Eine Waffe ist wertlos ohne die Hände, die sie führt. Um Gegner zu töten, um die Ehre zu verteidigen, um Ketten zu brechen. Lass deine Krone die Form eines dieser eisernen Werkstücke annehmen, die im ewigen Feuer geschmiedet wurden. Mögest du sie mit Geschick führen, verheißener Befreier. Klinge des Verräters 5. Ja, das ist so ein Dolch. Vampirdolch 5. Beil des Abtrünnigen 5. Ja, ich nehme so ein Vampirdolch wieder, glaube ich. Und das Ding. So. Ach, krass, das hat ja ultra viel Schaden gemacht. Aber das greift auch echt schnell an. Hit bekommen. Okay, ist ein bisschen zackiger jetzt. Ciao. Ja, ist ein bisschen schnittiger. Oh, ich glaube, gerade habe ich mich geheilt, oder? Ich habe einen Hit kassiert, aber ich bin wieder auf 3 Leben. Noch eine Truhe. Abfahrt. So, jetzt ist die Frage, was passiert jetzt? Aha. Warte mal, erstmal Hingabe stehen. So. Ja, und kann ich jetzt einfach weitergehen? Oder? Hä? Warum stirbt der eine nicht? Geht der Run jetzt einfach weiter? Was passiert denn? Das kenne ich. Nee, ich finde meins tatsächlich sehr gut. Jetzt geht's einfach weiter mit dem Run. Angriffstempo erhöht sich. Alter. Okay. Jetzt rasiere ich, aber richtig. Hier, zack, 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 zack. Nice. Er hat eine Charge-Attacke, die ich nicht interrupten kann. Krass. Eine Bombe. Okay, aber wo bin ich denn jetzt? Also floor-technisch. Wisst ihr, wie ich meine? Was ist das denn?
Lebensenergie opfern. Dann? Dann habe ich aber sehr wenig. Ein einzelnes rotes Herz wurde geopfert. Jetzt habe ich mehr Damage, oder was? Der Waffenschaden wurde erhöht. Okay. Krass. Ja, das sind sie. Okay. Und hier? Das ist jetzt normaler Boss. Fight! Okay, der charge ein bisschen. Verstehe. Was ist das? Ach du Scheiße. Aber er ist weg. Das ist ganz cool. Ah, shit. Ah, ich bin tot. Ich bin in irgendein Spell reingefallen. Zum Märtyrer geworden. Kriege ich jetzt trotzdem die Ressourcen? Ja, aber die werden mir abgezogen. Okay. Krass, was passiert jetzt? Oh, er ist sauer. Fürchte ich nicht, denn du bist mein auserwähltes Gefäß und der Tod kann dich nicht aufhalten. Ich werde es nicht zulassen, denn du bist mir noch von Nutzen. Nimm, was du gesammelt hast, bau den Kult auf und stärke ihn. So gewinnt man Macht. Mach unverdrossen weiter. Jedes Mal, wenn du fällst, erhebst du dich stärker als zuvor. Aber dafür, dass er immer bisher ein bisschen ungeduldig war, war er jetzt sehr nett zu mir. So, wie sieht's hier aus? Eintracht Spandau. Okay. Ach du Scheiße, Pia, das ist nicht dein Ernst. Tamina, was kann ich dir Gutes tun? Der Glaube an das Lamm hat einen absoluten Tiefstand erreicht. Du musst den Glauben im Kult wiederherstellen oder wir werden in Massen abwandern. Scheiße, ja, okay. Pass auf, wir machen jetzt erstmal den. Dann könnt ihr weitermachen. Oh, du hast recht, der Glaube ist ja wirklich am Tiefstand. Scheiße. Dann opfern wir jetzt Pia. Erstmal predigen. Ah, ich hätte vorher die neuen holen sollen. Scheiße. Naja, egal. Nee, habe ich nicht. Scheiße. Rituale. Können wir ums Feuer tanzen, bitte? Scheiße. Okay, zwei können sich jetzt prügeln. Das macht 20 Glaube. Aber ich verliere ja 25, weil einer sterben wird. Ah, nee, ich kann ja auch... Warte mal, es muss ja nicht einer sterben, true? Es sei denn natürlich, du entscheidest, dich Gnade zu zeigen. Ja, pass mal auf. Pass mal auf. Erstmal Hallöchen. Du bist Falco. Und... Du wirst ein Hund. Oh, der wäre ja ideal. Lol, hier sind ja auf einmal übel viel neue. Okay, du bist ein normaler Hundi. Nee, so eher, oder? Er ist Fuchs. Du bist ein Hundi und du bist komplett schwarz. Okay. Ja, dann der. Und du hast schöne Löckchen. Natürlicher Gehorsam. Oh, der kriegt direkt 10 Glauben. Oh, wenn er krank wird, aber verliert er 10. Okay. So. Ab. Falco, ab. Anbeten. Dich könnte ich nochmal... Ah, die ist jetzt Level up. Lol. So. Tamina mal segnen. Ah, ist aber echt sauer auf mich. Segnen. Wir müssen jetzt erstmal den Glauben irgendwie in den Griff kriegen. Ja, vielleicht lassen wir Pia einfach komplett... Warte mal, wir haben ja noch wen. So, das ist Nicole. Kolle. Kolle-Mode. So. Form. Eine Katze. Haben wir eine Katze? Das am ehesten, ne? Eine richtige Katze haben wir hier nicht. Da unten gibt es ja Frosch und so. Krass. Okay.
weiß, bei Knut ist ihre Katze. Nicole ist, ohne Nicole wäre ich übel am Arsch. Das ist meine neue Managerin seit einem halben Jahr, die carried einfach übel mein Leben. Todesangst. Oh, okay. Nicole, du bist richtig im... Ja, ja. Die hat eine weiße Katze, deswegen. So, Nicole, ab an die Arbeit. Du, was machst du? Farm bestellen? Ja, du hilfst mal, Sterze kommen. So, Falco. Erstmal das. Ja, wir müssen jetzt wirklich zwei prügeln lassen. Es tut mir... Wobei, ich bin mal wieder halbwegs auf Stand. Aber trotzdem, wir machen es trotzdem. Rituale. So. Jetzt wird geprügelt, Leute. Wer gegen wen? Also, Pia, es tut mir leid, aber du kannst hier nicht Randale machen. Jetzt könnte ich Kalle auswählen. Falco Fass, oder? Boah, aber wenn die Falco umbringen, wäre kacke. Kalle? Ja, Kalle, hau dir auf die Schnauze. Dann geht's los. Ich stelle mir die ganze Zeit vor, die gucken das. Sehr gut. Hau doch mal richtig zu. Oh, was? Pia hat ihn verkloppt. Nee, Kalle darf nicht sterben. Geil, das hat richtig viel Glaube gebracht. Hä? Das ist eine Karte. Die liebenden zwei. Krass. Zwei Seelenherzen. Ich nenne das jetzt einfach so lange, bis ihr sagt, das heißt anders. So. Habe ich ja alle gesegnet. Kolle, ich segne dich. Hat der eine Mütze beim Holzhacken? Er hat auch eine Quest. Sterzig. Ich habe irgendeine Quest erfüllt, glaube ich. Nee, er ist ein Leveler. Warum bist du hier? Bist du nicht Gärtner? So eigentlich... Naja. So, ich glaube, wir müssen Pia jetzt am Motherfall holen. Haben wir... Mina hat eine Quest. Danke, Anführer. Mein Glaube an dich war gerechtfertigt. Quest erfüllt. Ach stimmt, sie hatte ja gesagt, ich soll ja alles wieder auf Vordermann bringen. Henning, hör dir nicht zu! Ich segne dich. Pia, jetzt reicht's. Du baust hier deine eigene Streckbank jetzt. Dings. So. Schön mittig. Vorm Marder. Ja, hier. Auf dem Platz. Damit alle dich sehen. So, du gehst das jetzt. Nein, nein, nein. Du baust das jetzt. Nicht? Naja. Den kann ich in hier. Ich kann mal ein bisschen Kacke aufsammeln. So. Oh, ich muss auch Betten bauen. Aber ich habe noch ein bisschen Zeit. Okay. Ja, Holz habe ich ja eigentlich immer. Also, das klappt ja echt sehr gut. Ja, dass die, die nicht selber ernten, das ist schon ein bisschen Pain. Aber gibt auch Schlimmeres. Ach, deswegen machen die auch keinen Ackerbau gerade. Wahrscheinlich gibt es auch gar keine Samen und so. So. Pia, du wirst eingesperrt. Junge, was passiert diese Folge alles? Jetzt lachen sie. So. Shoyoka hat sich von deinem Glauben abgekehrt und verbreitet Unwahrheiten. So ist es. Du hast heute bereits einen Anhänger umerzogen. Umerziehen. Okay. Hallo, Kolle. Ja, das lief doch einmal frei. So, Falco... Nee, Kolle wird meine Missionarin. Oder Henning. Henning eigentlich. Henning muss rumziehen und die Kunde verbreiten. Ja, Abfall. Henning ist auf einer mittleren Stufe. Wait. Ach, der organisiert mir jetzt Fleisch. Ja, mach. Rückt er einfach ab. Dieses Game ist der H-A-M-M-Doppel-M-E-R. Hammer, yeah. Mann, ich will auch nicht aufhören.
Scheiße. Was diese Folge alles passiert ist. Wir haben Monte geopfert. Pia und Kalle haben sich geprügelt. Pia ist an die Strecke. Nee, die Strecke. Und wie heißt das Ding denn? Scheiße. Naja. Sehr viel passiert. Ersten Boss auch geklatscht. Junge, Junge, Junge. Jetzt haben wir auch Monte abgehandelt, ne? Weil ich habe ja gesagt, die können jetzt auch nicht wiederkommen. Wäre eigentlich witzig, hätten wir ihn versucht, hier so zu integrieren. Naja. Gibt ja noch andere Leute. Tamina, warum? Oh lol, das ist voll. Boah, ihr macht hier aber auch immer, ihr seid auch immer am Beten, das ist ja krass. So, jetzt aber... Ich wollte gerade sagen, Pia, du bleibst schön da. So, genau, ich muss Sachen bauen. Erstmal... Ah, jetzt habe ich kein Geld mehr. Scheiße. Das war nicht schlau. Es gibt nämlich nicht genug Betten. Kann ich das wieder abbrechen? Scheiße. Eieiei. Wie lange dauert das? Okay, umso höhere Stufe die haben, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie es packen. I see. So, dann kochen wir jetzt mal. Henning schon wieder da? Keine verfügbaren Gefängnisse. Henning ist schon wieder da? Habe ich jetzt Fleisch erhalten? Deine Kiste? Ja, aber Henning... Ist jetzt Henning wiedergekommen oder nicht? Hat er es abgebrochen? Der ist schon losgezogen, oder nicht? Tja. Oh. Kolle, was geht? Wohlwollender Anführer, bitte verurteile mich nicht, aber ich wollte schon immer eine Mahlzeit aus Kot essen. Kannst du mir damit helfen? Klar, Nicole. Du frisst jetzt eine Kotmahlzeit. Ah, dann stirbt sie, oder? Eine Kotmahlzeit? Digga, was ist das schon wieder für ein King? Prozentige Chance, dass krankhafter Durchfall ausgelöst wird. Minus 20 Glaube. Naja, wenn du es willst. Ja, es darf jetzt aber niemand anderes bitte essen. So, da liegt Kot. Du isst nicht Kot, Tamina. Kolle, 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 nimm den Kot. Sehr gut. Kolle frisst gerade richtig scheiße. Jetzt kotzt sie übel ab, oder? Oh weia. Oh weia. Oh weia. Oh oh. Oh nein. Oh, Kolle, nicht hier. Ah, nur gekackt. Ja, Durchfall. Danke, Anführer. Mein Glaube an dich war gerechtfertigt. Du gehst bitte schlafen, ja? Bettruhe. Das war eine scheiß Nummer, Nicole. Also wortwörtlich. Was soll das denn? Jetzt willst du hier Scheiße fressen. Kaum bist du im Dorf angekommen. Also, weiß ich nicht. Das ist nicht cool. Gib nicht genug Betten. Ja, das ist wirklich ein Problem. Oh, Gold. Na gut. Okay, Leute, ich würde sagen, nächster Step ist Gold. Also schön runballern. Ich habe jetzt genug AnhängerInnen, um ins nächste Gebiet zu kommen. Wir haben sau... Also ist ja ultra viel passiert. Ich weiß gar nicht, welchen Titel und welches Thumbnail wir angehen sollen, ne? Weiß ja wirklich. Wir opfern Monte. Kalle und Pia prügeln sich. Es ist ja insane. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.